Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS17 auf der, ich habe den Map-Namen jetzt immer noch nicht im Kopf. Ich meine The Valley, The Old Farm von Black Sheep Modding. Ja, ich konnte jetzt auch nicht wieder nach dem Map-Namen gucken, weil ich diese Aufnahme direkt im Anschluss an die gestrige Folge gemacht habe. Also zwischendurch eigentlich nur noch mal eben auf der 62 Dünger gestreut und ja, dann direkt wieder weiter aufgenommen. Ist ja für mich auch eher ungewöhnlich, dass ich irgendwie vorproduziere oder da mehrere Folgen hintereinander aufnehme. Aber ja, ist heute mal notwendig, weil ich nicht weiß, wie der Rest der Woche so verläuft. Und so hat man denn schon mal ein bisschen Material vorhanden. Ja, wir sind halt noch weiter mit dem Düngerstreuen beschäftigt, werden jetzt erstmal zu Feld 2 fahren. Das ist die Fläche, die so ein bisschen mit am weitesten weg liegt. Und von Feld 2 aus kämpfen wir uns dann langsam runter bis Richtung 71. Und hauen da überall so zwischendrin mal ein bisschen Dünger rüber. Ich hoffe mal, dass ich mir den Weg jetzt richtig gemerkt habe, aber ja. Sollte klappen, da habe ich eigentlich mit der Orientierung nicht so die Schwierigkeiten. Ich meine, gut, es ist jedes Mal, wenn man irgendwo auf der Map neu anfängt, ja, man muss halt immer erstmal gucken, wo ist was, aber eigentlich hat man das relativ schnell drauf und drin. Ja, irgendwie, ja, die Map hat so einen gewissen Charme, sag ich mal. So dieses bisschen ältere, dieser alte Gebäudestil, wir jetzt nicht verfallen oder verkommen sagen. Ich meine, ich weiß nicht, in welcher Region oder Gegend diese Map generell angesiedelt sein soll. Da habe ich mich auch so weiter nicht drüber informiert. Aber hat irgendwo so einen leichten, ja, französischen Dorfcharakter oder da halt so, ja, wie man das von manchen Videos kennt, diese älteren Dörfer, Häuser, erinnert leicht daran, sagen wir es mal so. Ja, Felder am Hang, ich mag's nicht. Gott sei Dank arbeiten wir nicht mit Rundballen. Wenn wir jetzt hier Getreide drauf haben und dann nachher das Stroh pressen müssen, ist mit Rundballen dann immer so ein bisschen ungünstig. Auf jeden Fall sollten wir das Feld demnächst auch nochmal irgendwann pflügen. Beziehungsweise grubbern. Ich mache das ja meistens in einem Arbeitsgang, weil ich mir die Geräte entsprechend angepasst und umgebaut habe. Weil, ja, pflügen ist halt so eine Sache, ist immer ein bisschen langwierig. Ja, ich weiß, Vorgewände, bla 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 bla. Nein. Sicher, man kann mit Vorgewinde arbeiten, man kann es aber auch lassen. Und wenn ich mir das bei so manch anderen YouTuber angucke, wie die spielen. Dann ist das, was ich hier so teilweise veranstalte und mache, auf jeden Fall vertretbar. Letztens auch noch bei einem Video gesehen, ja, wollte auch irgendwo auf der Map hinfahren und wollte über ein Feld abkürzen und 2 Meter vor der Feldeinfahrt fährt er durch die Hecke durch. Also, ja,
Dann hätte man die 2 Meter auch noch eben weiterfahren können und zumindest, weil man schon quer über ein Feld fahren muss, die Feldeinfahrt benutzen. Oder generell, was ich da so bei dem einen oder anderen beobachte, halt kreuz und quer durch irgendwelche Hecken fahren, über irgendwelche Felder jagen. Selbst wenn auf den Feldern irgendwas angesät ist und am Wachsen ist, oder auch schon ausgewachsen ist, da kreuz und quer durch. Das ist ja nun an sich absolut nicht mein Stil. Klar, eben oder vorhin in einer anderen Folge ließ sich das nicht unbedingt vermeiden, wenn man da Dünger auf die bestehenden oder vom Staat hier ausgewachsenen Felder fahren will. Muss man halt mal eben in den sauren Apfel beißen und das machen, aber so allgemein, nein. Ich versuche das immer so zu handhaben, dass ich nach der Aussaat nicht mehr auf das Feld rauf brauche. Sprich, dass ich zur Aussaat die dritte Düngestufe erreicht habe oder diese halt mit der Aussaat erreiche. Vor allem muss man sich generell auch bei manchen Leuten, die halt LS-Videos machen, eh so ein bisschen wundern. Da sind teilweise welche bei, die spielen das Spiel jahrelang. Also wirklich auch schon seit einigen Teilen, seit einigen LS-Teilen. Und die müssen manchmal noch für irgendwelche Grundfunktionen nachgucken, welche Tastenbelegung das ist. Oder auch für irgendwelche Maschinen, Fahrzeuge oder Mods da immer wieder nachgucken, als wenn sie zum ersten Mal spielen. Oder tun denn teilweise auch so, wenn sie irgendwas machen, als ob denen das erste Mal auffällt, dass das überhaupt möglich ist. Wie zum Beispiel mit Anhängern, jetzt auch mal bei ihm zugeguckt, hat einen Anhänger unterm Trecker gehabt und meinte den von wegen, er meinte denn so von wegen, wir können jetzt hier auch noch was ganz Besonderes machen, wir können noch einen zweiten Anhänger dahinter nehmen. Ja, was ganz Neues im LS, dass man zwei Anhänger hintereinander binden kann. Ja, es ist manchmal fragwürdig, ich kann es auch nicht immer so nachvollziehen, aber geht mich im Grunde auch nichts weiter an, soll jeder so sein Ding machen. Es ist halt manchmal verwunderlich und unter anderem auch der Grund, warum ich mittlerweile LS-technisch eigentlich bei keinem anderen mehr mir die Videos angucke. Oder auch irgendwelche Streams oder so. Das LS-technisch meide ich das eigentlich. Das Einzige, was ich mir so noch angucke, sind von Exit die Mod-Vorstellungen. Und dann war es das auch. Ich meine, bei Livestreams habe ich meistens das Problem, ja, wenn man den Chat so mitliest, das ist schon immer alles so ein bisschen was, was man sich nicht dauerhaft angucken kann. Dann bekomme ich über den Laufe der Zeit dann auch selber Lust zum Spielen. Will da nicht immer nur anderen bei zugucken. Und halt diese ganze Art und Weise, wie manche Leute denn spielen. Nee. Meinen muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ist ja auch alles gut und richtig so. Und vor allem habe ich auch einfach nicht die Zeit, da mich hinzusetzen und da 2, 3, 4 oder mehr Stunden mir sonst wie man zu gucken. Irgendwas habe ich immer zu tun und zu erledigen. Sei es irgendwelche kleineren Umbauten, irgendwas vorbereiten oder so. Ja, ist halt immer nicht so einfach. Gut, so wie jetzt am Wochenende war halt auch mal ein bisschen ruhiger, beziehungsweise ich habe mir einfach auch die Zeit genommen, um einfach nur mal zu spielen, halt kein LS, oder ich habe mehr ETS 2 gespielt übers Wochenende. Aber ja, auch das muss mal sein, dass man da einfach mal alles andere liegen lässt und einfach nur mal spielt. Gar nicht an den anderen Kram denkt. Aber wie und was genau und wie das so zustande kam, das werdet ihr in einem anderen Video sehen, im nächsten ETS-Video.
Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video hier seht, müsste das entsprechende ETS-Video auch schon veröffentlicht worden sein. Also quasi gestern oder vorgestern rausgekommen sein, je nachdem, wann das jetzt hier erscheint. Ah, es ist immer schwierig, wenn man irgendwie im Vorfeld aufnimmt. Dann weiß man auch nie so recht, an welchem Tag das Video gesehen wird oder rauskommt. Und ja. Mit dem Problem haben andere YouTuber auch zu kämpfen. Ah, das ist auch wieder klasse. Da bleibt so ein kleiner Streifen am Rand über, aber bei der Feldlänge, ja, lohnt sich das doch schon, den gleich auch noch mal eben mitzustreuen. Auch wenn man dadurch viel Dünger verschwendet, nützt ja nichts. Muss man halt mit durch. So, dann haben wir das auch gleich hinter uns. Können wir schon mal gucken, welche Fläche wir als nächstes nehmen. Die 50 wäre noch und die 71. Zur 50 komme ich jetzt auch nur wieder über den Weg da hinten oder wir fahren da oben rum. Ja, wie fahren wir denn jetzt am ungeschicktesten? Dahinter komme ich wohl eher nicht lang. Ja, wir machen noch mal eine kleine Spazierfahrt über die Map. Fahren jetzt nicht unten rum an unserem Hof vorbei zur 50, sondern nehmen den Weg oben über den Ort. Dann sehen wir auch noch mal ein bisschen was von der Map. Ja, er hat auch ganz schön hier vorne rum. Gut, wir hätten auch durch den Wald fahren können, dann wären wir da hinten über eine Brücke gekommen. Aber ob der Weg letztendlich zum Ziel geführt hätte. Ja, wahrscheinlich schon. Ja,
So. Bin jetzt wahrscheinlich auch zu früh abgebogen, aber wie heißt das so schön? Viele Wege führen nach Rom. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß gerade gar nicht, wo ich überhaupt lang fahre. Ich weiß wohl so die grobe Richtung, wo ich hin will. Das war's dann auch schon. Ich weiß, dass ich jetzt hier irgendwann mal rechts fahren muss oder einfach den Straßenverlauf folgen. Ja, lassen wir uns überraschen. Bis zum Feld will ich euch wohl noch eben mitnehmen und dann seid ihr für diese Folge auch erlöst. Ja, auch mal wieder so ein schmales, langes Feld. Aber es geht hier auch. So, ja, dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es wieder mal gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Ja. Bis dann, tschüss.